Es ist sehr schön, dass Sie heute da sind. Willkommen zu unserem ersten Hauptredner. Ich weiß von ihm selber, dass er aktuell etwas verschnupft ist. Und es hat nicht unbedingt mit den Akteuren der Jamaika-Sondierung zu tun, sondern ist wirklich eine persönliche Sache. Trotzdem umso schöner, dass er heute hier ist. Es ist so, dass er in seiner sechsjährigen Amtszeit jetzt als Minister hier in Baden-Württemberg einiges an zählbaren Ergebnissen zu verbuchen hat. Wir haben beispielsweise ein Klimaschutzgesetz in Baden-Württemberg, wir haben ein integriertes Klimaschutzkonzept und auch ein novelliertes E-Wärme-G. Das ist manchmal umstritten, aber auf der anderen Seite mit Sicherheit ein Meilenstein im Bereich der erneuerbaren Wärme. Baden-Württemberg ist nicht nur aufgrund dieser zählbaren Ergebnisse anderen Bundesländern ein ganzes Stück voraus. Und das Ganze gab es letzte Woche mal schwarz auf weiß im Bundesländervergleich der Arbeitsgemeinschaft erneuerbaren Energien. Hat Baden-Württemberg zum ersten Mal den Spitzenplatz eingenommen und das hat sicher auch viel mit Ihrer Arbeit und Ihrer Kollegenarbeit zu tun. Wir sind sehr gespannt auf Hintergründe zur aktuellen Energie- und Klimaschutzpolitik. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich unseren Umweltminister, Franz Untersteller. Herr Untersteller, hallo. Ja, sehr geehrter Herr Hettler, verehrter lieber Herr Vogel, verehrter Dr. Kinzeln, liebe Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner von Zukunft Altbau, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin zwar persönlich verschnupft und das schon seit Wochen, dieses Mal ist besonders hartnäckig, aber auch aus anderen Gründen verschnupft, aber da komme ich später noch drauf zu sprechen. Die UN-Weltklimakonferenz, Herr Vogel hat es angesprochen, ging am letzten Wochenende zu Ende. Ich selbst war 3 Tage dort, einen Tag gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten. Warum? Hat mehrere Gründe gehabt. Der Hauptgrund für mich dort gewesen zu sein war, dass wir vor 3 Jahren zusammen mit Kalifornien, also in 2014, habe ich damals ein Treffen gehabt mit Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown und mit ihm damals die Idee entwickelt, ob wir nicht auf der subnationalen Ebene versuchen, auch ein Bündnis hinzubekommen, das sich einsetzt für Klimaschutzziele. Das war noch vor der Weltklimakonferenz, wo wir noch nicht wussten, wird es ein Erfolg oder nicht. Und es ging auch darum, Druck zu machen, dass Paris ein Erfolg wird. Und aus dieser Idee ist mittlerweile das weltgrößte subnationale Bündnis geworden mit heute 205 Bundesstaaten, Bundesländern, Regionen, Provinzen, großen Städten in USA und anderswo, 1,3 Milliarden Menschen repräsentierend, 40% des globalen Wirtschaftsinlandsprodukts. Und diese Under-Two-Coalition, wie sie heißt, spielt mittlerweile in der globalen Klimapolitik eine durchaus relevante Rolle. Und wir hatten eigene Auftritte als Under-Two-Coalition in Berlin, in Bonn, bei der COP23, eigene Veranstaltungen auch. Es war eine ganze Reihe von Kollegen von mir aus anderen Bundesstaaten und Bundesländern, Provinzen auch da, mit denen ich mich da in den Tagen getroffen habe. Wir haben dieses Bündnis mittlerweile auch zusammengelegt mit einem zweiten, das es weltweit noch gegeben hat, nämlich States and Regions Alliance, sodass es jetzt ein einziges globales, subnationales Bündnis gibt, unter Leitung von Cristiana Figueras, frühere Chefin des Weltklimasekretariats, und 6 sogenannten Co-Chairs. Einer davon ist der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der die Co-Präsidentschaft übernommen hat für Europa, Jerry Brown für Nordamerika, ein mexikanischer Gouverneur Sandoval für Lateinamerika und so weiter. Wir haben mittlerweile auch finanzielle Unterstützung von verschiedenen Seiten. Große Stiftungen, amerikanische Stiftungen, Rockefeller Brothers Fund, DiCaprio Stiftung, dann dem norwegischen Staatsfonds, aber auch International Climate Initiative in Berlin. 3,4 Millionen werden wir von der Seite auch bekommen und wenn alles gut geht,
auch, darüber wird im Dezember entschieden, auch von den Vereinten Nationen, mit denen wir dann auf subnationaler Ebene das Thema Klimaschutz voranbringen wollen. Paris, sind mittlerweile 2 Jahre her, die Ergebnisse von Paris kennen Sie. Das Wie, das sozusagen das Ziel ist entschieden, aber es geht natürlich darum, wie wir jetzt diese Pariser Beschlüsse umsetzen können. Und das stand mit im Mittelpunkt dieser, ich sag mal, Arbeitskonferenz. Im Wesentlichen war es das nämlich, was hier in Bonn über 14 Tage stattgefunden hat. Und nach allem, was ich mitbekommen habe, ist man ein gutes Stück weiterbekommen bei den Themen Reporting, Measuring, Verification, wie das Neudeutsch heutzutage heißt, wo dann wiederum nächstes Jahr in Katowice bei der nächsten Weltklimakonferenz die entsprechenden Beschlüsse gefasst werden sollen. Ich übersetze es immer damit, dass ich sage, naja, in Paris hat man das Medikament erfunden, nämlich 2 Grad sollten erreicht werden oder möglichst drunter. Und was jetzt in Bonn stattgefunden hat, ist der Versuch, den Beipackzettel zu formulieren, wo sozusagen die Randbedingungen dann auch drinstehen, wie das Ganze passieren kann. Was für mich sehr erfreulich war, war, dass vor allen Dingen die Amerikaner sehr stark vertreten waren auf subnationaler Ebene, nicht nur Jerry Brown, sondern etliche andere auch, Gouverneurinnen und Gouverneure, Kate Brown aus Oregon, dann Jay Inslee, Washington State und andere, die nochmal deutlich gemacht haben, Trump ist das eine, aber es gibt ein anderes Amerika, und ich habe den Eindruck, dass der angekündigte Auszug von Washington aus dem Weltklimaabkommen, der ja noch nicht vollzogen ist, sondern erst 2020 wirksam werden würde, dass der eher dazu geführt hat auf US-amerikanischer Seite, dass hier viele andere gesagt haben, wenn die ausfallen, dann müssen wir umso mehr hier uns engagieren, und das fand ich ein sehr, sehr erfreuliches Zeichen, was davon ausgegangen ist. Diese erfreuliche Entwicklung unterm Strich, was sich in Bonn gezeigt hat, umso unerfreulicher, sage ich Ihnen auch mal, ist das, was da am Sonntagnacht dann in Berlin ein Ende gefunden hat. Und ich will auch mal sagen, auch im Zusammenhang mit der Diskussion, die wir hier haben, Stichwort, wie können wir die Klimaschutzziele einhalten, eine unrühmliche Rolle gespielt hat. Ich sage das so offen. Jetzt plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Am letzten Dienstagabend gab es eine Runde unter Leitung der Kanzlerin. Und in dieser Runde haben sich eigentlich CDU, CSU und Grüne im Zusammenhang mit dem Kohleausstieg auf wesentliche Randbedingungen verständigt. Nämlich auf eine Größenordnung von 7 GW, die bis 2020 rausgehen sollen. Damit Sie eine Größenordnung haben, wir haben heute in Deutschland 42 GW am Netz. 7 GW größenordnungsmäßig, damit Sie wissen, über was wir dann reden, könnte man sagen, naja, das ist so die Größenordnung des Kraftwerks Neurath in Nordrhein-Westfalen. Das sind irgendwie 7, 8, 9 Blöcke. Plus Jenschwalde in Brandenburg. Wenn man die beiden zusammennimmt, kommt man etwa auf eine Größenordnung von 7 MW. Wenn man das jetzt übersetzt in CO2-Emissionen von diesen beiden Anlagen, dann kommen sie in etwa auf eine Größenordnung von 51 Millionen Tonnen CO2. Vergleich dazu, Baden-Württemberg hat jährliche Emissionen gegenwärtig von plus minus 74 Millionen Tonnen. Das heißt, die Stilllegung dieser beiden Anlagen, wenn man die jetzt mal nehmen würde, ja, das war nicht vereinbart, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, sondern besprochen war 7 GW, aber wenn man diese beiden Anlagen nehmen würden als eine Größenordnung von plus minus 7 GW, dann kämen Sie auf 2/3 aller Emissionen von Baden-Württemberg, die mit einem Schlag weg wären. Und damit wäre sozusagen das, was Herr Hettler eben angesprochen hat, nämlich das Ziel 2020, diese minus 40%, wäre man ein gutes Stück näher. Ja, man hätte es noch nicht erreicht. Aber ein gutes Stück näher, jedenfalls nicht die 32%, die im Moment im Raum stehen für 2020. Und wenn dann am Tag drauf ein Fraktionsvorsitzender aus dem baden-württembergischen Landtag einer kleinen Partei hingeht und sagt, das, was CDU und Grüne da besprochen haben, ist, ich zitiere, der Beginn der Deindustrialisierung von Deutschland, da hört es bei mir einfach auf. Ja, weil 7 GW von 42 GW installierter Leistung
zu sagen, das ist der Beginn der Deindustrialisierung. Ich meine, dann sollen sie einfach sagen, Paris interessiert uns nicht. Wir haben damit nichts zu tun. Das ist dann eine ehrliche Antwort darauf. Aber ohne einen Kohleausstieg wird es nicht gehen. Ja? Und nur mit Energieeffizienz im Gebäudebereich, die wichtig ist, wird es nicht funktionieren. Sondern letztendlich ist es entscheidend, dass wir in allen Bereichen, also sprich im Stromsektor, im Wärmesektor und im Verkehrssektor die kommenden Jahre hier Fortschritte erzielen. Und nochmal, ich habe dafür null Verständnis. Und wenn dann auch in dieser Sondierungsgruppe am Dienstagabend Vertreter dieser kleinen Partei, den CDU-Vertretern aus Nordrhein-Westfalen damit drohen, dass sie in NRW dann sagen werden, wer hier mit den Grünen gemeinsam das vorantreiben wollte. Ich meine, da hört es bei mir einfach auf. Irgendwann ist Wahlkampf nämlich vorbei. Ja? Und wenn der Wahlkampf vorbei ist, dann muss man sich mit den Realitäten auseinandersetzen und nicht weiter Wahlkampf machen. Aber das haben offensichtlich manche noch nicht verstanden. Also, zurück zur Sache. In Baden-Württemberg haben wir uns mit dem Klimaschutzgesetz 2013 seinerzeit auch ein, wie ich finde, ehrgeiziges Ziel gesetzt, nämlich die CO2-Emissionen bis 2020 um 25% zu reduzieren. Und das Langfristziel haben wir umgesetzt, nämlich 90% bis 2050. Und diese 25%, auch nochmal in Erinnerung, die wurden in einem Land in ein Gesetz reingeschrieben, das bis 2011 50% seiner Stromerzeugung aus der Kernenergie abgedeckt hat. Jetzt kann man der Kernenergie viel nachsagen. Ja? Wo ich da stehe, weiß man, denke ich, also mein ganzes Leben gegen die weitere Nutzung dieser Technologie gekämpft. Aber eins nicht, nämlich, dass sie besonders viel CO2 ausstößt. Und wenn dann drei Anlagen in dieser Zeit zwischen 2011 und oder jedenfalls jetzt bis 2016, 17 sind drei Anlagen von den fünf in Baden-Württemberg vom Netz gegangen, nämlich Obrichheim, Neckarwestheim 1, Philipsburg 1. Das nächste geht dann 2019 vom Netz, Philipsburg 2. Und jede dieser Anlagen, je nach Größenordnung, zwischen 7 und 10 Milliarden Kilowattstunden erzeugt. Wenn man das mal mit einrechnet, dann versteht man, warum diese 25% für Baden-Württemberg ein sehr ehrgeiziges Ziel sind. Ich sage immer, das ist ehrgeiziger als die 40% des Bundes, weil ich habe keine DDR, die mir abgefragt wurde, industriell, die ich mit einrechnen kann. Ja, weil etwa 16-17% dieser 40% kommen daher auf Bundesebene. Also das heißt, die 25% sind sehr ehrgeizig. Wir haben jetzt vor wenigen Wochen oder einigen Wochen den ersten umfassenden Monitoringbericht vorgelegt. Das ist gesetzlich verankert, dass wir das alle 3 Jahre machen müssen. Zu unserem Klimaschutzgesetz, das ist eine Zwischenbilanz, auch dann zur Umsetzung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts, das wir ein Jahr später, nämlich 2014, auf den Weg gebracht haben und das insgesamt ja 108 Maßnahmen enthält in allen Bereichen, wo sozusagen dargelegt oder jede dieser Maßnahmen seinen eigenen Beitrag leistet, um in Richtung dieser 25% zu kommen. Wir sind ein gutes Stück vorangekommen, so viel kann man sagen, nämlich die CO2-Emissionen gegenüber 1990 haben sich in Baden-Württemberg trotz erheblichem Wirtschaftswachstum, trotz erheblichem Einwohnerinnen- und Einwohnerzuwachs, also allein in 2000 auf 15 und 16 hat Baden-Württemberg eine Großstadt dazu gewonnen. Ja, 100.000 Einwohner zusätzlich. Ja, zum Teil Zuwanderung aus anderen Bundesländern, aber natürlich auch Stichwort Flüchtlingsentwicklung in dieser Zeit. Also 100.000 Einwohner zusätzlich, Wirtschaftswachstum, muss ich Ihnen nicht sagen, die Wirtschaft brummt. Wir haben seit 1990 um 12 Millionen Tonnen bis 2015, also das sind die gesicherten Zahlen, die CO2-Emissionen reduziert. Das sind 14% weniger, das heißt, es ist noch eine erhebliche Lücke nach oben. Übersetzt, von den 76 Millionen Tonnen, die wir 2015 hatten, müssen wir runterkommen, um 25% zu erreichen, auf 66 Millionen Tonnen. Also sprich 10 Millionen Tonnen zwischen 2015 und 2020. Und das werden wir nicht ganz erreichen. Ich habe das auch schon veröffentlicht. Wir werden verfehlen, ich kann es nicht genau sagen, im Moment, ich sage Ihnen auch gleich warum,
also in einer Spannbreite im besten Fall um 2,3%, im schlimmsten Fall um 6%. Ja? Dieser schlimmste Fall wird nicht eintreten. Das ist ein sehr theoretischer. Warum? Der theoretische Fall würde bedeuten, dass die gesamte Strommenge, die aus Philipsburg 2 kommt, diese 10 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr, komplett aus alten Kohlekraftwerken kommen würden. Dieses, kann ich Ihnen sagen, wird nicht der Fall sein. Das heißt, wir werden irgendwie da um diese 2-3, vielleicht im schlimmsten Fall 4%, aber das ist schlimm genug. Ja? So, und wenn man dann hinguckt, ja, mein Gott, das kann man sagen, ja, manche ja, Journalisten machen sich leicht und sagen, ausgerechnet in einem grün geführten Land. Ja, kann man natürlich machen, in der Mediengesellschaft kann man sich manchmal einfach machen. Trotzdem lohnt es sich dann, die Fakten drumherum auch ein bisschen anzugucken. Und die Fakten sehen natürlich so aus, wir diskutieren das in einem Land, in dem ein Drittel der CO2-Emissionen auf die Anlagen entfällt, die dem europäischen Emissionshandel unterliegen. Ein Drittel. Ja? So, das heißt, es ist ein Drittel, auf die ich erstmal keinen direkten Einfluss habe. Nur dieser Fall. Sondern wo man eigentlich sagt, naja, unterliegt dem europäischen Emissionshandel, das muss ja irgendwie funktionieren. Es funktioniert aber nicht. Der europäische Emissionshandel, so wie er heute sich darstellt, mit Preisen von 6, im besten Fall 7 Euro die Tonne, das ist kein Anreiz, ich sag mal, stark emittierende Anlagen runterzufahren, sondern ganz im Gegenteil. In Deutschland hat es dazu geführt, die letzten Jahre, dass die ganzen Braunkohlemühlen aus Zeiten von Sepp Herberger, dass die da nach wie vor sozusagen rund um die Uhr durchlaufen. Ja, und wir einen Stromexportüberschuss haben, wie wir ihn noch nie hatten. 54 Milliarden Kilowattstunden Exportüberschuss. Und das sind Zeiten, wo wir schon 9 Kernkraftwerke in Deutschland stillgelegt haben, wo alle 2011 gesagt haben, oh, das könnte knapp werden. Das könnte irgendwie knapp werden. Das Gegenteil ist der Fall. Und das heißt, ohne eine Reform des europäischen Emissionshandels, die dringend notwendig wäre, wird da nichts passieren. Deswegen glaube ich ja auch, ist diese Initiative von Macron wichtig, zu sagen, wenn wir schon nicht zusammenkommen zwischen den 26 in Europa für eine Reform, dann sollten wir wenigstens drüber reden über einen CO2-Mindestpreis. Und wenn man den europäisch nicht hinbekommt, was vermutlich der Fall ist, weil Osteuropäer andere Interessen haben als andere, dann sollte man darüber nachdenken, ob das ein Kerneuropa macht. Sprich die Franzosen, Deutschland, die Benelux-Länder, skandinavische Länder, da wäre das machbar. Deswegen ist es umso tragischer, um das auch mal zu sagen, was da am Sonntagabend gelaufen ist. Weil ich die Hoffnung hatte, dass sozusagen hier sich Deutschland und Frankreich relativ schnell auch verständigen könnten auf so ein Thema. Dazu kommt natürlich auch, dass, nochmal zurück, von wegen, warum wir das nicht erreichen. Ich meine, wenn Berlin seine Hausaufgaben nicht macht, Stichwort Gebäudeenergieeffizienzgesetz, Stichwort steuerliche Abschreibung in der letzten Legislaturperiode nicht gekommen ist, dann könnte man weitermachen. Stichwort dann aber auch, wie die EEG-Reform stattgefunden hat, mit Deckeln in Zeiten, wo die Erzeugungspreise bei den Erneuerbaren unterhalb von konventionellen Erzeugungsanlagen sind. Was diese Deckel da noch sollen, verstehe ich nicht. Ich meine, wenn da sozusagen solche Rahmenbedingungen geschaffen werden, dann kann man nicht erwarten, dass ein Bundesland, ganz egal, ob es grün regiert ist, schwarz regiert ist oder von was weiß ich wem, dann seine Ziele erreicht. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen ist es wichtig, sich darüber klar zu werden, dass wenn man Paris erreichen will, dass eine Bundesregierung, das mal ganz egal, ob die Grünen da dabei sind, dass eine neue Bundesregierung sagt, wie das gehen soll. Ja, und nicht nur sagt, wir bekennen uns zu Paris. Ich meine, bekennen geht man in die Kirche. Ja? In der Politik geht es dann darum, zu sagen, welche Maßnahmen wir auf den Weg bringen, dann auch um dieses Ziel, das man mit unterstützt hat in Paris, wo ja die Deutschen wirklich eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, muss man ja auch nochmal sagen. Ja, insbesondere die Kollegin Barbara Hendricks. Das rechne ich der hoch an. Aber dann muss man auch jetzt sozusagen wirklich Butter bei die Fische bringen, die nächsten Jahre, wie das gehen soll. Und wenn da jetzt 2020 das nicht erreicht wird, das ist kein Beinbruch, um das auch mal zu sagen. Entscheidend ist, dass man dann in den 20er bis 30er Jahren, dass wir auf den richtigen Weg kommen, um dann 2050 das eigentliche Ziel zu erreichen. Und ob 2020 erreicht wird oder nicht, ist dann letztendlich jetzt nicht so entscheidend. Aber man kann jetzt nicht hingehen und sagen, jetzt legen wir mal die Hände in den Schoß und dann irgendwie in Richtung 30 machen wir was. Das geht nicht. Und ein Problem, um das auch mal noch zu nennen, und das ist natürlich jetzt von Bundespolitik und Landespolitik wenig beeinflussbar,
Das sind die Preise. Ja, das sind die Energiepreise, die wir die letzten Jahre, oder was heißt wenig beeinflussbar? Beeinflussbar wäre es schon, wenn man sich auf eine CO2-Bepreisung von Fossilen verständigen würde. Aber jedenfalls die Preisentwicklung der letzten Jahre im Bereich der Fossilen, die war alles andere als ein guter Indikator, um das Thema Energieeffizienz im Gebäudebereich, nehmen wir mal das raus, voranzubringen. Erzähle ich Ihnen wahrscheinlich nichts Neues. Ja? Also die Leute haben Ihnen nicht die Bude eingerannt und haben gesagt, oh, also ist es jetzt wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo ich sagen muss, jetzt muss ich was machen an meinem Gebäude. Warum, wenn die Energiepreise so im Keller sind, wie sie sind, wo ist denn da der Druck, was zu machen? Der Druck war nicht da die letzten Jahre. Im Moment erleben wir jetzt gerade eine Entwicklung, dass die Ölpreise an den Rohölmärkten nach oben gehen. Ob das Bestand haben wird, muss man sehen. So richtig verstehe ich es ehrlich gesagt gar nicht. Ja, also wo dieses Knappheitssignal daherkommt. Aber das muss man letztendlich sehen. Blick nach vorn. Wir sind derzeit dabei, uns Gedanken zu machen über das 2030er Ziel. Das steht nämlich bislang nicht im Klimaschutzgesetz drin. Haben dazu ein großes Forschungsgutachten, auch einen Auftrag gegeben, ein Forschungsprojekt. Die Ergebnisse liegen da vor. Und wenn man da reinguckt, dann stellt man fest, das wird alles andere als ein Spaziergang in den Jahren 2020 und 2030. Wir haben jetzt mit dieser Studie ein Szenario aufgestellt, dass es zu erreichen gilt, wenn letztendlich dann die 2050er Ziele eingehandelt werden sollen. Ich sage ausdrücklich dazu, das ist jetzt eine erste Grundlage für die Weiterentwicklung des IEKK und für die Fortschreibung des Klimaschutzgesetzes und die energiebedingten Treibhausgasemissionen in den einzelnen Sektoren, Stromerzeugung, Industrie, private Haushalte, Verkehr etc., die wurden da drin detailliert untersucht und dazu auch natürlich die Emissionen in den Bereichen Landwirtschaft und Abfallwirtschaft und rausgekommen sind einige durchaus auch unbequeme Erkenntnisse und Empfehlungen, mit denen wir uns in den nächsten Monaten beschäftigen werden. Und die Studie hat aber auch nochmal bestätigt, dass der Erfolg im Klimaschutz in Baden-Württemberg maßgeblich, nochmal zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe, maßgeblich auch davon abhängt, ob die europäischen Rahmenbedingungen stimmen und ob der bundesrechtliche Rahmen stimmt. Meine Damen und Herren, aus meiner Sicht gibt es deshalb eine Reihe von Aufgaben einer neuen Bundesregierung, egal wie sie zusammengesetzt sein wird, auch wenn wir sicher noch vermutlich einige Zeit auf diese neue Bundesregierung warten müssen. Stichwort Energieeffizienz. Das Land ist hier mit verschiedenen Maßnahmen aktiv. Beispielhaft möchte ich nennen, was wir neu aufgebaut haben in den letzten anderthalb, zwei Jahren, nämlich das Netzwerk der regionalen Kompetenzstellen für Energieeffizienz, also kurz abgekürzt die KEFs, die wir in 12 Regionen aufgebaut haben. Und diese regionalen Stellen dienen als Ansprechpartner für die Unternehmen aus dem Bereich kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, unterstützen diese bei der Suche nach Energieberatungen, nach passenden Fördermitteln, begleiten die Unternehmen dann auch bei der Umsetzung von konkreten Maßnahmen. Und davon verspreche ich mir einiges, dass wir hier in Baden-Württemberg in diesen Bereichen in den nächsten Jahren noch an Effizienzpotenzialen heben können. Ich bin allerdings der Auffassung, dass langfristig über Förderprogramme allein, das will ich an der Stelle auch mal sagen, dass das nicht ausreichend ist, sondern wir auch über einen besseren ordnungsrechtlichen Rahmen auf Bundesebene nachdenken müssen. Stichwort erneuerbare Energien. Wir sind hier im Land in den letzten Jahren, insbesondere im Bereich der Windenergie, gut vorangekommen. Nach Jahren, wo sozusagen wir traditionell Schlusslicht waren, bis 2014, dann haben die Maßnahmen gegriffen, die wir in den Jahren zwischen 11 und 14 auf den Weg gebracht haben, hatten dann 2015 erstmals relevanten Zubau, bis dahin 6 Anlagen, 8 Anlagen, 10 Anlagen im Jahr, in enger Konkurrenz mit Saarland und anderen, ja, also nichts. Und 2015 hatten wir dann 53 Anlagen, 2016 120, größenordnungsmäßig 340 MW, allein im letzten Jahr zugebaut. Es geht ja nicht um die Zahl der Anlagen, sondern es geht um die Kapazitäten, die zugebaut wurden. Also 340 MW im letzten Jahr und in diesem Jahr, ohne die genaue Zahl Ihnen sagen zu wollen,
werden wir nochmal vermutlich drüber liegen, über der Zahl im letzten Jahr. Aber dann werde ich einen Fadenriss haben. Auch das wiederum aufgrund der Rahmenbedingungen, die der Bund gesetzt hat. Nämlich wenn man Ausschreibungen macht, so wie diese gemacht haben, ohne Rücksicht zu nehmen, dass wir hier in Süddeutschland halt die Türme 20 Meter höher machen müssen, ja, und höhere Erschließungskosten haben, dann gehen die so aus, wie die ersten ausgegangen sind, nämlich mit Null für Baden-Württemberg. Das hat mittlerweile die Arbeitsebene auch im Bundeswirtschaftsministerium eingesehen und man ist da dran, was zu ändern. Aber auch da brauche ich vermutlich eine neue Bundesregierung. Deswegen ist es doppelt bitter für mich, was da am Sonntag passiert ist. Im Bereich der Solarenergie ist es genau umgekehrt gewesen wie im Bereich der Windenergie. Eigentlich haben wir gute Voraussetzungen. Die Erzeugungspreise sind so niedrig wie noch nie zuvor im Bereich der Photovoltaik. Und wir haben heute Zubauraten, die erheblich unter denen drunter liegen, wie wir sie vor ein paar Jahren noch gesehen haben. Also wir hatten Zubauraten, als ich ins Amt kam, so Größenordnung 600, 700, 800 MW. Und wir liegen im letzten Jahr bei 140, 150 MW. Und das wieder hochzubringen, das ist eine wichtige Aufgabe. Und deswegen haben wir gesagt, ich habe es gestern auch vorgestern auf einer anderen Veranstaltung, nämlich dem Solarbranchentag, deutlich gemacht, wir wollen hier in Baden-Württemberg eine Solaroffensive starten. Die haben wir auch schon gestartet, um in einer Zeit, wo die Preise so weit und die Kosten so weit unten sind bei der Solarenergie, um da wieder hochzukommen. Weil eigentlich ist es gar nicht verständlich. Manchmal habe ich den Eindruck, die Information, dass sich auch Anlagen beim mittelgroßen Segment wieder lohnen, die ist heute bei vielen noch nicht angekommen. Wir haben als erste Maßnahme im Frühjahr diesen Jahres die Freiflächenöffnungsverordnung gemacht, mit der wir auch dafür sorgen wollen, dass wir zukünftig bei den Ausschreibungen großer PV-Anlagen auf Flächen hier einen stärkeren Anteil nach Baden-Württemberg ziehen können. Wir werden in den nächsten Wochen ein neues Förderprogramm auf den Weg bringen, nämlich ein Förderprogramm, das Batteriespeicher in Verbindung mit neuen Photovoltaikanlagen hier aus dem Land auch fördert, wo wir aufdocken wollen, auch auf die Förderung, die KfW hier ja bereits anbietet. Und was ich mir hoffe, ist, dass wir dadurch ein zusätzliches Potenzial an neuen Photovoltaikanlagen auf den Weg bringen können. Herr Hettler hat es schon angesprochen, alles scheinen wir nicht falsch gemacht zu haben die letzten Jahre. Sonst wären wir hier bei dem Bundesländervergleich nicht da gelandet, wo wir letzte Woche gelandet sind. Und darüber habe ich mich natürlich gefreut. Aber auch hier gilt, ohne den passenden Rechtsrahmen auf Bundesebene wird es nicht vorangehen. Und auch bei der Photovoltaik, ich meine, da nach wie vor einen Deckel drin zu haben mit 52 GW, so wie der Bund es drin hat, macht doch keinen Sinn, wenn ich Erzeugungskosten habe in den Ausschreibungen von mittlerweile unter 5 Cent. Da muss man sich fragen, was sollen noch solche Deckel? Und dann macht auch ein Deckel von 2500 MW für die Photovoltaik keinen Sinn, mal abgesehen davon, dass wir den sowieso auf Bundesebene gerade mal zur Hälfte bislang ausfüllen, in diesem Jahr vielleicht ein bisschen mehr, aber da muss man dringend dran. Stichwort Gebäudeenergieeffizienzgesetz oder Gebäudeenergiegesetz, die bestehenden Vorschriften aus Energieeinspargesetz, aus der NF und auch aus dem auf Bundesebene ja bestehenden Erneuerbaren Wärmegesetz sollten in einer Regelung, nämlich dem Gebäudeenergiegesetz, zusammengeführt werden. Aus unserer Sicht sollten darin folgende Eckpunkte aufgenommen werden. Ich will die wichtigsten nennen. Erstens ein ambitioniertes Niveau im Gebäudebereich für den Neubau, ein ambitioniertes. Dann eine maßvolle Verpflichtung für den Gebäudebestand. Drittens erhebliche Vereinfachungen, auch zum Beispiel durch die Reduzierung fragwürdiger Ausnahmen, etwa für Ein- und Zweifamilienhäuser oder für Niedertemperaturkessel. Und da energetische Sanierung von Gebäuden erheblich zu einer Senkung des Energieverbrauchs und damit auch zu einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen beitragen, ist es aus meiner Sicht dringend notwendig, endlich auch das Thema steuerliche Erleichterungen bei der energetischen Gebäudesanierung einzuführen. Ich glaube, dass wir darüber gerade in Süddeutschland, wo es nun wirklich überspitzt gesagt bei einem nicht unwesentlichen Teil der Bürgerinnen und Bürger durchaus ja, gut gefüllte Geldbeutel gibt, wenn eine steuerliche Abschreibungsmöglichkeit da wäre, dass es selbst in Zeiten, wo es sozusagen der Preisanreiz bei den Fossilen nicht da ist, dass das dazu führen würde, hier das ein oder andere an Sanierungsstau hier zu lösen. Meine Damen und Herren,
Ich habe es bereits erwähnt, bei der COP23 hatte ich eine Reihe von Gesprächen und mit im Mittelpunkt stand immer etwas, was wir hier in Baden-Württemberg seit etlichen Jahren schon haben, seit 2015 dann nochmal novelliert haben und erweitert haben, nämlich das Erneuerbare Wärmegesetz. Und viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben mich darauf angesprochen. Ich wurde vor wenigen Wochen extra wegen dem E-Wärme-G nach New York eingeladen, um das dort auch mal vorzustellen. Also Sie sehen daran, es gibt ein großes Interesse auch hier auch bei anderen Bundesstaaten, Bundesländern, nicht in Deutschland unbedingt, will ich an der Stelle auch mal sagen. Da wurde ganze Arbeit geleistet, zumindest auf der Arbeitsebene in Bundesländern, von so manchen Lobbygruppen, was das E-Wärme-G hier betrifft. Ziel des E-Wärme-Gs hier ist ja hier im Land die Nutzung der erneuerbaren Energien im Wärmemarkt und das Thema Energieeffizienz im Gebäudesektor voranzubringen. Und dabei ist, um ein wichtiges Thema anzuschneiden, der Sanierungsfahrplan Baden-Württemberg im Wohngebäudebereich, wie Sie wissen, eine Teilerfüllungsoption mit 5% und eine Erfüllungsoption bei den Nichtwohngebäuden. So haben wir das 2015 da reingeschrieben. Und damit wollen wir die energetische Gesamtbetrachtung der Gebäude im Sinne einer langfristig angelegten und damit auch nachhaltigen Sanierungsstrategie verankern. In der Praxis ist es natürlich wichtig, darauf zu achten, dass der Sanierungsfahrplan vor Beauftragung des Heizungsbauers erfolgt. Denn letztendlich, muss ich Ihnen nicht erzählen, nur dann kann eine sinnvolle Entscheidung für die richtige Heizungsanlage und den optimalen Wärmeträger dann auch getroffen werden. Und allerdings, das haben wir mittlerweile auch mitbekommen, nicht selten läuft es genau umgekehrt ab. Heizungsbauer tauschen die Heizung aus und empfehlen dann erst zur Erfüllung der Anforderungen aus dem E-Wärme-G unter anderem auch die Erstellung eines Sanierungsfahrplans. Um dem entgegenzuwirken, ist Zukunft Altbau ständig unterwegs und informiert die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer über die Anforderungen und Möglichkeiten bei der Gebäudesanierung. Und dazu dient auch das Sanierungsmobil, das noch immer von Ihnen für Ihre regionalen Veranstaltungen auch angefragt werden kann. Hier stehen Herr Hettler und Kolleginnen und Kollegen von Zukunft Altbau auch gerne für Fragen zur Verfügung. Der Sanierungsfahrplan Baden-Württemberg hat mittlerweile, darüber habe ich mich auch sehr gefreut, Nachahmer gefunden. Die Bundesregierung hat zum 1. Juli den individuellen Sanierungsfahrplan für Wohngebäude eingeführt. Und auch dieser Sanierungsfahrplan stellt in leicht verständlicher und anschaulicher Weise die einzelnen für die energetische Modernisierung vorgeschlagenen Maßnahmen zusammen. Meine Damen und Herren, bei der Sanierung und Modernisierung von Bestandsgebäuden ist auch das Thema nachhaltiges Bauen von Interesse. Das vom Umweltministerium eingerichtete Internetportal in Sachen nachhaltiges Bauen Baden-Württemberg unter der Adresse nbbw.de. Das ist das Ziel, soll das Bewusstsein für das nachhaltige Bauen fördern. Der Kriterienkatalog enthält Aspekte des Bauens, mit denen sich eine Vielzahl von Planern bisher nicht alltäglich beschäftigt hat. Seit kurzem ist das System NBBW auch bei Modernisierungsmaßnahmen anwendbar. Und, meine Damen und Herren, damit bestehende Hemmnisse im Bereich der Gebäudesanierung, gerade im Hinblick auf die Kosten, damit die abgebaut werden können, entwickeln wir gerade ein neues Instrument, nämlich einen neuen Wettbewerb unter dem Titel Energieeffizient und kostengünstig bauen und modernisieren. Mit diesem Wettbewerb wollen wir zeigen, dass energieeffizientes Bauen und Modernisieren nicht zwingend teuer sein muss. Nur allzu oft höre ich, übrigens auch im Kollegenkreis, von wegen, ja, Bauen wird ja immer teurer und das mit der Energieeffizienz ist doch da mit Schuld dran. Ja? Wo ich mal sage, Leute, das macht mal langsam. Guckt euch mal um, wie im Stuttgarter Raum die Bodenpreise die letzten Jahre gestiegen sind und was da sonst so an Kostenentwicklungen war. Und wenn man da die Vergleiche sich anschaut, dann stellt man fest, dass sozusagen das Thema Energieeffizienz, insbesondere wenn man sozusagen die heutigen Standards in der NF anguckt, nun wirklich nicht der große Brocken sind, die hier ausschlaggebend sind, jedenfalls nicht aus meiner Sicht. Und wir wollen mit diesem Wettbewerb, den wir hier neu auflegen wollen, hier auch beispielhaft dann auch zeigen,
wie Energieeffizienz und Kosteneffizienz, diese beiden wichtigen Dinge, das will ich an der Stelle auch mal sagen, wie das zusammengehen kann. Die Auslobung soll im Frühjahr 2018 erfolgen. Im Herbst soll dann die Preisverleihung stattfinden. Und mit diesem Wettbewerb, wie gesagt, sollen Best-Practice-Beispiele gefunden werden, die für andere Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer dann auch als Vorbild dienen können. Lassen Sie mich noch ein Thema ansprechen, nämlich die Neuausrichtung der KEA. Bereits im vergangenen Jahr wurde Ihnen das neue Corporate Design von Zukunft Altbau vorgestellt, das aus meiner Sicht übrigens sehr gelungen ist. Und mittlerweile gibt es bei der Klima- und Energieagentur der KEA unter Leitung von Herrn Dr. Kienzlen 5 Kompetenzzentren, deren Aufbau abgeschlossen ist, nämlich 5 Kompetenzzentren zu dem Thema kommunaler Klimaschutz, Energiemanagement, Contracting, Wärmenetze und Kraft-Wärme-Kopplung. Und die neuen Kompetenzzentren werden den Markt beobachten, sie werden Informationsmaterialien erstellen und verbreiten, sie werden Veranstaltungen für ihres Segment organisieren, kostenfreie Beratung anbieten, Qualifizierungsangebote anstoßen, aber auch Netzwerke aufbauen und diese dann auch pflegen. Und damit deckt die KEA zukünftig alle wichtigen Felder des Klimaschutzes in Baden-Württemberg ab. Zum Schluss, meine Damen und Herren, will ich mal noch sagen, dank Ihrer tatkräftigen Unterstützung haben wir in den letzten Jahren in Baden-Württemberg im Gebäudeenergiebereich einiges erreicht. Ich habe gerade vorhin auch mit Herrn Kienzlen, Herr Vogel, darüber gesprochen, wenn man mal schaut, wo die Mittel der KfW aus dem Gebäudeenergieeffizienzbereich, die Zuschüsse hinlaufen. Ja? Nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel wären wir eigentlich mit 13% daran beteiligt. Wir sind aber wesentlich drüber, Gott sei Dank. Ja? Und zwar weit über 20%. Weit über 20% der Mittel gehen nach Baden-Württemberg. Und es ist mit auch dank Ihrer Arbeit so. Und deswegen an der Stelle von meiner Seite aus ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für Ihr Engagement auch. Das ist mir hier wichtig zu sagen. Sie als Energieberaterinnen und Energieberater, als Ingenieurinnen und Ingenieure, als Architektinnen und Architekten haben es letztendlich mit in der Hand, jedenfalls im Gebäudesektor, ob die Energiewende gelingt. Sie sind in Ihrer täglichen Arbeit in Kontakt mit Entscheidern sowie mit möglichen Sanierungswilligen und können durch Ihr Wissen, auch durch Ihre Erfahrungen darauf hinwirken, dass die Sanierungsrate in den Bestandsgebäuden gesteigert wird. Und wenn die Bedingungen, jemanden von einer energetischen Sanierung zu überzeugen, nicht immer einfach sind, dann sind Sie es, die durch Ihre frühzeitige Planung und Hinweise auf Förderungen auch dazu beitragen können, dass wir gemeinsam bei der Energiewende in den nächsten Jahren trotz aller Schwierigkeiten dennoch ein Stück weiter vorankommen. Aus diesem Grund möchte ich Sie alle auch gerne motivieren, weiterhin in Sachen Energiewende aktiv zu bleiben und vielleicht noch ein Stück weit aktiver zu werden. Denn es ist letztendlich kein Projekt von oben, sondern es ist, ich sage es immer wieder, ein gesamtgesellschaftliches Projekt. Ich wünsche Ihnen nun heute anregende Vorträge und dann natürlich untereinander, das sollte man nicht unterschätzen, wie wichtig das ist, die Pausen dann zu nutzen für einen Austausch untereinander und für Bildung von Netzwerken. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie noch ganz kurz da. Vielleicht kurz noch ganz kurz, wenn Sie noch schön haben. Ja, recht herzlichen Dank, Herr Untersteller. Man hat ganz deutlich gesehen, weshalb wir Sie brauchen und weshalb es gut ist, dass wir Sie mit Ihrem Engagement, mit Ihrer Fachkenntnis hier in Baden-Württemberg auf dieser Position haben. Es gibt jetzt die Möglichkeit, 2 kurze Fragen an Herrn Untersteller zu stellen. Würde ich zulassen. Wir haben, da hinten ging als erstes eine Hand hoch. Kann jemand mit dem Mikrofon, jawohl, Sie haben das Mikrofon, würden Sie kurz Ihren Namen sagen und dann die Frage stellen. Ja, grüß Gott, ich heiße Günter Eberl, habe auch ein Nebenerwerbs-Energieberaterbüro. Mich interessiert schon sehr lange die Frage, was mit Kraftwerken passiert, die Dreckschleudern sind, aus denen aber auch Nah- bzw. Fernwärme ausgekoppelt wird, wie man nach der Stilllegung des Kraftwerks dann mit dieser Fernwärmeauskopplung umgeht.
Ein ganz wichtiges Thema, auch für Baden-Württemberg wichtiges Thema, weil wir große Fernwärmeschienen haben. Ich sage mal Mannheimer Raum, Karlsruher Raum als zwei große Beispiele. Es gibt noch andere Fernwärmenetze. Und es ist so, dass hier sowohl die Betreiber, also MVV, GKM, als auch ENBW sich intensiv Gedanken machen über die Frage, wie es zukünftig weitergehen kann, wie man diese Netze weiter nutzen kann. Und da gibt es natürlich verschiedene Überlegungen. Das eine ist eine Übergangstechnologie in Richtung Gas. Nur keiner baut natürlich heute neue Gaskraftwerke vor dem Hintergrund der Preisentwicklung, wie Sie sie an der Börse sehen. Ja, also bei Strompreisen an der Börse mit, wie sage ich mal, 30, 35 Euro im besten Fall, wie wir das sehen, wir waren sogar schon drunter, baut keiner neue Kraftwerke. Und deswegen glaube ich, man kommt gar nicht umhin, also jetzt Gaskraftwerke, man kommt gar nicht umhin, sich auch für eine Übergangszeit Gedanken zu machen über ein Kapazitätsmarktmodell. Damit renne ich seit 2-3 Jahren oder noch länger durch die Gegend. Es wird aber auch darum gehen zu schauen, was für andere Möglichkeiten gibt es denn auch. Gibt es Möglichkeiten im Bereich der Erneuerbaren? Und wir haben hier auch vor, von meinem Haus aus mit den Betreibern dieser Fernwärmeprojekte in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr uns auch zusammenzusetzen und auch zu überlegen, welche Herangehensweisen hier gemacht werden können. Mal ein anderes Beispiel aus einem anderen Land, nämlich Dänemark. Ich sage jetzt nicht, dass das für mich eine, wie soll ich sagen, aber die privilegierte Herangehensweise wäre. Die Dänen haben sogar schon Kohlekraftwerke umgerüstet auf Biomasse. Ja? Da muss man aber fragen, wo kommt so viel Biomasse her? Also da reden wir schon nicht über eine Lastwagenladung, sondern regelmäßige Schiffsladungen, ja, die in ein Kraftwerk, ich habe mir das angeguckt, außerhalb von Kopenhagen, von Dong, ist ein dänischer Energieversorger, ein großer, die haben ein Kohlekraftwerk umgerüstet, mehrere hundert MW, und dann gehen da Pellets und Zeugs halt rein aus Kanada oder aus den skandinavischen Ländern. Also das heißt, man redet dann über Importbiomasse. Und da geht es dann für mich schon auch um die Frage, sind das zertifiziert, wie sieht das aus mit den Zertifizierungen, ist das wirklich nachhaltig oder nicht? Ich sage nicht, dass ich mich dagegen sperre, aber da müssen dann schon die Rahmenbedingungen erfüllt sein. Aber was ich nochmal sagen will, ist, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Für uns in Süddeutschland kommt noch was anderes dazu, jetzt mal jenseits der Fernwärmedebatte, sondern da geht es für uns auch in der ganzen Diskussion um Versorgungssicherheit drum, dass wir sagen, die Kohledebatte muss vor allen Dingen, sage ich mal, entschieden werden, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, also in der Ecke. Weil in Süddeutschland gehen jetzt erstmal die Kernkraftwerkskapazitäten raus. Ja? Irgendwann dann auch die Kohlekraftwerke. Ich meine, dazu kommt auch noch, nehmen wir mal die ENBW, die haben mittlerweile 8 Anlagen für Baden-Württemberg zur Stilllegung angemeldet. Die ENBW hat kein Interesse, ihre Kohlekraftwerke weiter zu betreiben, glauben Sie mir es. Warum? Die Dinger rechnen sich mittlerweile auch nicht mehr. Sie fahren immer weniger Stunden im Jahr. Die haben die Anlagen bei der Bundesnetzagentur zur Stilllegung angemeldet. Wahlheim, die beiden Blöcke, dann Blöcke in Heilbronn, ein Block in Altbach. Die Bundesnetzagentur sagt aber, nein, ihr dürft sie nicht komplett stilllegen, ihr könnt sie zwar aus dem Markt rausnehmen, aber sie müssen für den Fall der Fälle im Winter bereitgehalten werden. Ja, sprich, es muss Brennstoff da sein, es muss die Mannschaft da sein und so weiter. Damit kann ich gut leben. Wäre übrigens auch eine Möglichkeit gewesen, um zurückzukommen auf die Sondierungen, wenn man gesagt hätte, naja, man geht hin und nimmt einen bestimmten Teil, legt man still, und einen bestimmten Teil nimmt man raus aus dem Markt und stellt ihn auf die Seite als Reserve, wobei man natürlich immer fragen muss, Flexibilität von Braunkohlekraftwerken als Reserve hält sich in überschaubaren Grenzen. Ja, also müssen Sie ein paar Tage vorher müssen Sie anrufen und sagen, wir brauchen euch die nächste Woche. Also flexibel ist anders. Aber was ich sagen will, ist es ein wichtiges Thema, aber ich kann Ihnen heute noch keine abschließende Ergebnis dazu sagen, aber so viel, da ist erstmal Offenheit auch bei den Betreibern, hier nach Lösungen dann auch gemeinsam zu suchen. Gut, herzlichen Dank. Ich glaube, im Zuge der fortgeschrittenen Zeit, Herr Leinweber, tut mir leid, können wir leider gerade keine weiteren Fragen mehr zulassen. Wir kommen sonst zu weit hinten dran. Ich weiß, Sie haben andere Wege ins Ministerium. Sie finden Ihren Weg, die Frage vorzubringen. Das stimmt. Ja.